Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Ark mit dem Voucher und mit dem Alderle. Wir studieren gerade so ein bisschen die Map. Gegen Mitte, Ende des Clips möchte ich heute einen kleinen Rundflug machen. Am Rande des Schneegebiets entlang. Den Redwood ein bisschen weiter freilegen auf der Map. Plus nach Biertieren schauen. Auf jeden Fall nach Biertieren, Leute. So, jetzt wird es auch bald dunkel. Bevor es dunkel wird, gehen wir aber rüber. Ich will mal ganz kurz an der Wall was probieren. Ich habe natürlich, wie versprochen, die Deckenelemente schon mal drauf gemacht. War mir persönlich ganz wichtig, dass wir endlich mal einen Abschluss finden, was zumindest die Wall angeht. So sieht es aktuell aus, Leute. Natürlich von oben, da kommt jetzt noch der Zaun hin und dieses halbe Steinfundament. Und seitlich habe ich es jetzt erstmal so zugemacht, ne? So sieht es jetzt aktuell aus. Und jetzt will ich da oben das mal ganz kurz anschauen, wie wir das jetzt hier machen. Weil erst wollte ich Rampen runterlegen, hab mich aber dann umentschieden, Leute. Ich glaube, mit Rampen wird es nicht so gut. Unser Paraseer, den werden wir auch rüberbringen später. Boah, es hat gereicht. Manchmal habe ich hier echt ein bisschen Muffe. Jetzt pass auf, das müsste eigentlich alles drin sein in der lieben Tante. Zeige mal, Baby. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall hier unten auf der 3. Dann würde ich sagen, die Hälfte von denen schon mal auf die 4. Vielleicht machen wir auch ein kleines Speed-Up und bringen mal die ganzen Zaunelemente drüben auf der anderen Seite an. Dann hätten wir das nämlich schon mal weg. Können wir auch wunderbar in der Nacht machen. Ich will jetzt allerdings erstmal was probieren, Leute. So, ich habe mir gedacht, dass wir hier diese Mauer ohne Rampen machen und dafür hier diesen Turmcharakter hier oben auch rausholen. Das will ich mir jetzt mal anschauen, solange es noch hell ist. Oh, hat das gepasst? Nee, das hat nicht gepasst. Wieso hat das jetzt hier nicht... Oh, manchmal. Aber das ist halt so von der Bauweise her, ne? Aufheben. Müssen wir halt gucken, dass es jetzt einigermaßen schön wird und ich mich da nicht so oft versetze. Mit Q, gell? Kann ich es wieder hochholen? Naja, das geht doch. Da muss jetzt hier nur die 3 und Q. Das muss ich jetzt noch in den Griff kriegen, dass das immer rechtzeitig passt und dann ist es okay. Also, Montag. Fangen wir natürlich auch hier wieder mit ein bisschen Fleißarbeit an, ne? Ja, es ist ein bisschen anstrengend manchmal. Guck mal, jetzt geht es zum Beispiel auch ohne, dass ich mir hier einen Hals breche. Du musst es einfach nur mit der Maus ein bisschen schieben, aber leichter ist es mit Q, ne? So, pass mal auf. Jetzt will ich das hier so. Dann müssen wir das kurz umswitchen. Dann habe ich auch hier auf jeden Fall den Blick gleich dafür. Ah, die snappen ineinander. Deswegen war das gerade so komisch. Aber ist okay, ist okay. Es funktioniert ja. Moment mal, die hier ist ja nicht richtig, oder? Die ist ja nicht richtig. Die muss ich nochmal aufheben, Leute. Mit der 3 anheben, drauf machen und Switch. Dann sind die jetzt entweder alle falsch. Ah, hier geht's los. Habe ich nicht drauf geachtet. Müssen wir alle nochmal wegmachen. Aber es geht ja jetzt eigentlich gerade auch nur um diese Kurve hier. Pass mal auf, dann mache ich die wieder weg. Da muss ich jetzt ein bisschen genauer arbeiten gleich. Dann muss der allerdings auch wieder weg. Ich darf nur das Falsche abreißen, ne? So, komm, jetzt setz das nochmal ordentlich hin. War das jetzt richtig? Ja, so war es richtig. Ich muss es jetzt aber erstmal so lassen, damit ich die anderen Elemente sauber hinsetze. Passt. Und Moment. Passt. Da drüben geht es dann auch nochmal weiter. Ja, ein paar können wir ja setzen und dann mache ich einen Speed-Up, Leute. Dann kriegen wir heute auch schon wieder ein bisschen was geschafft. Weil wir werden nämlich noch sehr viele Bauanteile drin haben, wenn wir die Mainbase anfangen, ne? So, jetzt snappen wir die kurz um. Ja, ich bin so froh, dass das hier geht mit der S-Plus-Mod. Da kriegst du halt schon so ein bisschen Feinheiten hin. Nicht allzu viele, also es könnte von mir aus noch ein bisschen mehr sein, was man hier so einstellen kann. Weißt du, noch so 3, 4 verschiedene Grundlagen für die Wall, aber ist okay. Ist okay. Die snappt aber nicht wirklich schön, oder? So, jetzt kommt der Zaun oben drauf. So haben wir das ringsrum geplant, so will ich das auch beibehalten. Switch, Stone ist falsch. Du musst das Holzding abreißen. Wood Railing aufheben. So, noch einmal. Jetzt ein bisschen langsamer wieder mit Schmackes, aber gemütlich. Jawohl, und hier noch eins hin. Da drüben. Jo. Ich find's gut. Ich find's gut. Es muss ja nicht hier so super detailliert sein. Da kommen noch die Säulen außen hin. Seid ihr da? Ich muss noch mal gucken. So, jetzt gucken wir uns das ganz kurz an, wie das seitlich wirkt. Das wäre jetzt das Wichtige gewesen. Ja, das ist okay. So gefällt mir das, Leute. Und hier ist dann einfach so eine Art steiler Abhang von der Wall. Finde ich okay. Finde ich okay. Das könnte man jetzt eigentlich hier auch noch gleich probieren. Ich darf nur nicht runterfliegen, sonst habe ich wieder mit dem Vogel das gekaspert. War ja so klar. War ja so klar. Kurzer Moment. Ist ein bisschen schmal. Ich hätte 3 Ebenen hochmachen sollen, ne? Aber gut. Oh, hast du einen Sprung gemacht, Tante? Normalerweise fliegt sie ja runter. So, pass auf. Dann machen wir das jetzt einfach vom Vogel aus. Das müsste ja normalerweise hinhauen. Nur das Umswitchen weiß ich nicht, ob ich das vom Vogel aus jetzt mal geschwind hinkriege. Machen wir so. Okay, dann machst du von der Seite. Ich hoffe, das passt jetzt von der Höhe hier alles. Ich muss den Vogel rumdrehen. Ah, guck an. Guck an, sie dreht sich. Ja, ist okay. Ohne das. Da vorne, der ist jetzt zu kurz gerade, ne?
Ich glaube, die hier sind zu kurz geraten. Die muss ich wieder wegmachen. Ah, Mann. Kriege ich die, ohne die Wall zu zerstören? Den habe ich schon mal. Lauf mal seitlich. Den habe ich auch. Alles klar. So, ja, da musst du halt echt ein Päckchen Gemütlichkeit immer mitnehmen, wenn du hier was machst. Aber das ist ja okay, die habe ich ja. Nochmal mit Q. So, perfekt. Jetzt drehe ich mich nochmal in die Richtung. So, wenn ich jetzt hier absteige, müsste es doch normalerweise passen, oder? Ich muss jetzt nach rechts absteigen, Leute. Pass auf. Hat hingehauen, ne? Alles klar. Ist halt ein bisschen eng hier. Switch to half. Switch to half. Na? Ja, das ist okay. Jetzt wird es halt gleich dunkel. Dann machen wir drüben noch mit der Fackel ein bisschen. Und dann ist gut. Dann haben wir heute wirklich wieder einiges geschafft, wenn die Elemente drin sind. Und dann müssen wir jetzt die Tage mal gucken. Machen wir zusammen mal eine Farmrunde, damit ich noch Elemente herstelle. Ein bisschen entdecken will ich auf jeden Fall die Woche. Ein bisschen hier rumfliegen. Zu den Kombis müssen wir auch nochmal rüber irgendwie gucken, wie weit es da ist mit den Eiern, mit der dritten Runde, ne? Und so weiter. Also zu tun haben wir echt noch eine ganze Weile hier. Passt. Passt. Sitzt, wackelt und hat Luft. Alles klar. Ich bin Ah, nee. Hier ist irgendeiner noch versetzt, Leute. Der da, glaube ich. Ich hoffe, dass es der ist. Aufheben. Und dann muss ich den auch nochmal aufheben. Dann anpassen hier. Ich würde sagen, der wär hoch, ne? So. Umswitchen. Ja, aber das sieht aber so aus, als ob es hinkauen hätte. Ja, jetzt haben wir es, wie es will. Alles klar. Kurz nochmal mit dem Vogel geguckt. Paraseer holen wir auch. Den Paraseer-Sattel allerdings, den bauen wir später. Da drüben ist auch noch eins versetzt. Sehe ich gerade hier. Ja, das mache ich dann offscreen, Leute. Da habe ich jetzt keinen Bock gerade. Ich will nämlich weiterkommen. So wird es dann aussehen ungefähr an den Stellen, ne? Das machen wir dann schön überall ringsherum zu. Das wird nochmal einiges an Zeug sein, was wir da reinhauen müssen. Aber ist egal. Dafür haben wir es nachher genauso, wie ich es haben will. Jetzt werden wir hier ein Speed-Up ansetzen. Und dann schaffen wir nämlich nachher am Brauhaus auch noch, was ich machen wollte. Pass mal auf, Tante. Das setze ich mal so hin. Perfekt. Also, jetzt pass auf. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Das können wir nochmal ohne Speed-Up machen. Ich glaube so, ne? Oh, was ist denn jetzt hier los? Ne, das passt. Es passt tatsächlich, Leute. Alles klar, dann switche ich den nochmal zurück. Switch to Railing. Da machen wir jetzt das Stück fertig bis ganz vor. Ich würde sagen, machen wir im Speed-Up auf jeden Fall. Dann haben wir die Geschichte schon mal drin. Da drüben, das zeigen wir jetzt noch zusammen an. Zeichnen wir noch zusammen an. Mal kurz, irgendein Wort hat mir jetzt gefehlt. Passt das, wenn ich so mache? Umswitchen. Yo. Switch, ne? So sieht man sonst nicht, ob es richtig gleich ist, weil so sieht es ja schon versetzt aus. Also, Gesicht weg, kurzes Speed-Up, Leute. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich wieder am Tagesanbruch und dann gehen wir Richtung Brauhaus weiter. So, ein Teil der Folge erledigt, ein Teil von unserem Montag gerettet, Leute. Jetzt schauen wir es uns mal an. Ich bin tierisch gespannt.
Ja, natürlich fehlen jetzt noch ein paar Elemente. Ich habe nicht so viele. Was heißt so viele? Es waren jetzt auch wieder über 100 Zaune. Hier, Leute, da kommen auf jeden Fall noch diese Säulen rein zur Verschönerung. Hier machen wir dann noch zu auf jeden Fall, ist ganz klar. Ich will es mir mal da vorne am Eck anschauen. Ich habe extra das Eck vorgezogen gerade hier. Ja, ist okay. Gefällt mir gut, Leute. Gefällt mir wirklich gut. So, wieder ein Stück an der Wall gearbeitet. Fleißarbeit für heute ist erledigt. Wir haben durch Speedup noch jede Menge Zeit und können jetzt ganz am Brauhaus drüben, ich bin so tierisch aufgeregt, am Brauhaus habe ich nämlich eine neue Idee. Ich will die Nutztiere alle drüben unterbringen, ne? Ja, hier ist ein bisschen, ja, nee, das gefällt mir, es gefällt mir. Zumindest können wir auch oben drauf rumlaufen. Hier, Leute, begrüßen wir mal unseren Paraseer. Ich habe aber den Sattel jetzt gerade nicht dabei. Hallo. Hallöle. Er scheint aber nicht sehr interessiert zu sein an uns. Ein eher kritischer Blick. Was hast du denn für Werte, Diggerle? Lalali, lalala. Wow, fast 10.000 Gesundheit. Ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Gewicht 1.300. Ja, das wird super. Den Plattformsattel, wie gesagt, das machen wir dann in einer späteren Runde. Jetzt würde ich sagen, schnappen wir uns kurz den Rex, nehmen den mit rüber. Ich will den Paraseer natürlich einmal reiten. Ich habe noch nie einen Paraseer gehabt. So, kommst du mit? Übrigens das Rex-Voting ab morgen dann. Ich habe es nicht geschafft übers Wochenende. Müssen wir also noch ein bisschen Geduld haben. Ab morgen voten wir dann die beiden Rexe raus auf der Homepage. Sind zwei Votings dann, Leute, ne? Ich habe kein Pärchen-Voting gemacht oder sowas. Weil ich einfach die Namen mischen will. So, und das hat auch nicht jeder nur beide Namen übermittelt, mehr oder weniger. Ich bin gerade so ein bisschen rahmdösig nach dem Speedup. Ihr habt ja gesehen, das ist nicht ganz so einfach mit den Elementen. Mal snappen sie, mal nicht. Mal machen sie gerade, wie sie Bock haben. Ich hol dich gleich, Paraseer. Entspann dich. Rex, komm mit. Also ich muss den nochmal hier reinnehmen aufs Follow. So, komm mit rüber. Rexi. Jo, er kommt. Er kommt, Leute. So, also Nutztiere am Brauhaus drüben. Da haben wir ja schon gesagt, die Hirsche, die haben da ihren festen Platz. Und dann dachte ich mir, warum sollte man da nicht gleich die anderen Tiere auch mit rübernehmen, wie Dödi, Anki und so weiter. Das machen wir auch. Ich zeige es euch schon mal. Ich habe es ein bisschen angezeichnet. Da werden wir jetzt gleich mit einem mit dem Angry Bird rüberfliegen. Der hat die Module und Elemente, die wir jetzt hier verbasteln wollen. Ich muss mit dem Speedup aufpassen. Ich bin gerade echt so total eingewurschtelt gewesen. War jetzt, glaube ich, eine der längeren Runden, die ich als Speedup verarbeitet habe. Ne? Ging jetzt ein paar Minuten. So, hier rechts drüben wird angebaut. Da bin ich noch ein bisschen am Rumtesten. Dann habe ich hier mal geschaut, wie das mit dem Dach aussieht. Es ist ein Dachelement. Gefällt mir nicht, weil es zu sehr der Rampe ähnelt. Dann habe ich die Tür hier nochmal weggebastelt. Hat mir auch nicht mehr gefallen. Die ist jetzt aktuell hier. Da bin ich auch noch am Überlegen, wie es mit dem Treppenhaus macht. Das ist noch nicht ganz fertig. Da kommen auch noch Rampen hin. Und das hier wird unsere Dachgeschichte werden. Dreiecksdächer. Ich werde Dreiecksdächer dahin bauen und zwar auf jeder Ebene. Das sieht dann so ein bisschen chinesisch aus, glaube ich, wenn es fertig ist. Obendrauf dann das Gewächshaus. So, und da will ich jetzt auch rüber. Das ziehen wir einfach jetzt nur den Sattel kurz um. Und danach möchte ich einen kleinen Ausflug machen. Ne? Ein bisschen am Schneegebiet entlang, ein bisschen den Redwood weiter rausholen. Einfach ein bisschen die Umgebung kennenlernen, die wir hier in der Nähe haben. Jetzt pass auf. Du bist eigentlich momentan Wall-Zuständiger. Ne? Das heißt, ne, ich habe hier nichts mehr. 80 Fundamente habe ich noch, dann muss ich noch jede Menge Holzsachen bauen, ne? Alles klar, Tante, dann darfst du jetzt mal ausruhen. Ich schnappe mir den Angry Bird, der wartet nämlich schon hier im Anschlag. Machen wir direkt weiter, Leute. Machen wir direkt weiter. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen einigermaßen. Dickerle, ich habe dich eigentlich geskillt gehabt. Du müsstest vom Gewicht her eigentlich so weit wie die Tante sein. Mache ich hier nochmal Gewicht. Ah, der ist noch lange nicht so weit. Der ist noch lange nicht so weit, aber das müsste jetzt reichen, um rüberzukommen. Ja, Alterle, komm. Wow. Kurzer Moment, den muss ich mal ein bisschen umorganisieren. Der ist mir noch zu langsam. Das dauert ja ewig, wenn ich das so mache. Lass mich mal kurz reingucken. Was ist denn jetzt so schwer geworden? Ich habe es doch vorhin extra abgemessen. Das Fleisch, das passt eigentlich alles. Weißt du was? Weißt du was, mein Freund? Dann folge mir mal. Dann fliege ich mit der Tante vor. So einfach ist die Welt gerade. Man muss es sich nur einfach machen, ne? So, Angry Bird, komm mit. Da vorne suchst du einen schönen Landeplatz. Wo machen wir jetzt als nächstes? Ja, das Dach will ich komplett haben erstmal. Jetzt pass auf, wir gehen hier kurz runter mit den zwei Tieren. Ich kann ja schon mal hochlaufen. Soweit habe ich es ja schon vorgebastelt. Oh, kurzer Moment. Der ist auch alleine noch nicht ganz so agil, wie ich es mir gedacht habe. Hast du noch irgendwas, was ich brauchen kann? Nö. Ah, da kommt er. Er kommt ja angeschissen. Also ist kein Problem, Leute. Er ist so gut wie da. Halt. So, jetzt einfach einen Landeplatz suchen. Hier müsste eigentlich Platz sein für dich. Wunderschön. Stopp! Stopp, Alter! Nicht so weit rein! Genau hier willst du sein. Ich hab's verstanden. Pass auf. Ich nehme mir mal die Hälfte vom Zaun mit. Den brauche ich nämlich oben auch gleich. Wir brauchen auf jeden Fall die Dachelemente. Damit gehen wir jetzt mal los, Leute. Ich muss allerdings gleich die Knarre rausholen, weil das Dach hier will ich nicht haben. Das habe ich jetzt beschlossen, dass das wieder wegkommt.
Das sind auch nochmal zwei Dreieckige. Die kommen weg, Knarre weg. Gehen wir mal hoch. Wir gehen jetzt einfach mal hoch. Hier, das muss noch umgebaut werden. Ne? Ist noch nicht vollzählig, noch nicht final, sage ich immer so gern. Ja, so in etwa habe ich es mir vorgestellt, dass wir es so tatsächlich hinbasteln. Wie das dann nachher hier rumgeht, weiß ich auch noch nicht. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Dach dran, dass man mal was sieht davon. Auch hier musste wahrscheinlich wieder. Ja, so geht's. So geht's. Das hat nämlich voll wunderschön gesnappt. Ist nicht ganz so. Manchmal verstehe. Kann ich eigentlich hier drauflaufen? Das probieren wir mal gleich. Er muss eigentlich gerade gehen. So. Kann ich hier drauflaufen? Ja, das geht. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich von hier schöner bauen kann. Das ist schon mal cool. Das ist auch cool. Gehen wir mal einen Schritt weiter hinterher. Ich will hier die Lücke füllen. Alterle. Jo. Geht es so tatsächlich besser in der Perspektive? Nee, oder? Alterle, ist das ein Gro. Oh. Ja, da musst du echt wirklich Spaß dran haben. Aufheben. Manchmal funzt's, manchmal nicht. In der Perspektive habe ich es aber leichter. So. Ja, dann. Vor allem, wenn du jetzt Q drückst und einmal mit der Maus wackelst, hast du gesehen? Dann hängt es wieder so rum. Man muss da wirklich ganz gezielt. Ja, der ist okay, wenn der da hinten ist. Jetzt laufen wir einen Schritt rückwärts. Vor allem diese Tastenkürzel sind auch nicht ideal. Du musst hier echt ein bisschen Ficker-Akrobat sein, dass das passt, ne? So, pass auf, jetzt kommt hier die Ecke. Und das geht halt wunderbar. Ich finde die Struktur halt einfach schön hier, ne? Ich weiß nicht, ob ich da auch noch was umswitchen kann. Nö, abreißen halt. Nö, geht nicht. Aber mir gefällt die halt unheimlich gut. Das war richtig. Und hier die Lücke zumachen. Jawohl, so gefällt mir die Geschichte. Weiter geht's. Kann auch sein, dass wir die Dächer oben dann entsprechend wieder mit einem Speed-Up ein bisschen decken. Muss ich mal gucken, wie weit wir jetzt überhaupt kommen. Oh Mann, Alter. Stopp. Da ist schon der erste Hirsch, der nicht zu uns gehört, der hier mitmachen will. Nee, oder? Nee, oder? Das liegt jetzt an dieser Schräge. Habe ich das da drüben? Wie habe ich denn das da drüben gelöst? Hier, ach, hier habe ich hier nicht weitergeschaut, Leute. Da habe ich hier nicht weitergeschaut. Das müsste aber normalerweise da snappen. Ich gucke nochmal. Das ist ja komplett eine andere Konstellation hier. Was ist denn, wenn ich so mache? Ne, dann hängt es hier so rein. Das ist scheiße. Das will ich nicht. Scheiße, das geht nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Das geht, glaube ich, nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Mach den nochmal weg. Ah, oh, Mann. Schade. Muss ich mir hier irgendwas einfallen lassen? Naja, aber hier passt es nicht rein, ne? Mist. Schade. So wird es gehen, aber dann sieht es wahrscheinlich nicht so toll aus. Obwohl, damit könnte ich noch leben, durch das, dass es halt symmetrisch jetzt ungleich ist, ne? Müssen wir uns gleich mal von außen anschauen, dann hätte ich aber echt Glück gehabt, wenn das jetzt einigermaßen nach was aussieht. Kurzer Moment. Der will er nicht. Jetzt habe ich ihn wieder. Wahnsinn. Deswegen mache ich halt an solche Sachen in Zukunft auch ein ganz kleines bisschen offscreen, weil es mich selber so tierisch anstrengt, zum Teil die Elemente hier richtig hinzusetzen. Das will ich dann nicht unbedingt in jeder Folge jetzt drin haben, wenn ich hier was mache. Ne? Wir haben so viele Sachen, die wir noch bauen werden und so, Leute. Ey, das wäre sogar cool, aber jetzt hänge ich hier nämlich im Dach drin. Ne? Da muss das wieder weg. Und das hier sieht ja dann auch irgendwie traurig aus. Ne? Wir gucken es uns mal kurz an, Leute, bevor ich weitermache. Lali-lali-lalümle. Ah ja, damit kann ich schon leben. Aber wieso ist die Kante auf der Seite nicht? Wieso ist es hier nicht? Leute, das ist doch dasselbe Eck. Das müsste ja theoretisch. Wo hängst du denn jetzt wieder drin? Okay, mit dem Vogel reinfliegen in den Bierbereich ist dann nicht ganz so prickelnd. Ey. Ich überlege gerade, was ich mache. Da ist er wieder runtergesaust. Guck mal, hier an der Ecke hat es doch wunderbar funktioniert, ne? Schräg. Ah, die schrägt anders ab hier. Die schrägt, glaube ich, anders ab. Echt jetzt? Ja, die schrägt anders ab. Hier müsste jetzt normalerweise was Gerades kommen. Dann hätte ich aber eine andere Form wählen müssen. Ne, da müssen wir mit leben. Das muss ich jetzt so lassen. Das geht nicht anders. Lässt sich nicht anders gestalten im Moment. Jetzt gucke ich es mir mal an, wenn es fertig ist. Wenn nicht, reiße ich es halt wieder ab. Da kenne ich ja nichts. Unabhängig davon, wie nervig es teilweise ist, aufzubauen. Wieder mit der Maus. Sobald du mit der Maus 1 mm dich bewegst, verzieht's deine Dinger hier, ne? Jetzt pass auf. Q, nicht die Maus bewegen, bis es da ist, wo es sein soll. Geht nicht, also muss ich hier so rüber. Kurz hier dran. Okay, hier ist es auch schon wieder so bescheuert. Das ist jetzt die nächste Ecke, die anders aussieht hier, ne?
Warum? Weil hier müsste eigentlich ein Dreiecksfundament drin sein. Okay, da habe ich da irgendwas scheiße gemacht. Ich gucke nochmal kurz danach. Machen wir das wieder weg. Ja, ist mir egal, dann flieg halt fort. Lieber baue ich nochmal eins, bevor ich mich jetzt hier verrückt mache. Wieso ist nie. Ah, ich erinnere mich, Leute. Hier habe ich nämlich was probiert. Hier habe ich auf gerade Elemente umgestellt. Hier haben wir aber keine geraden Elemente, ne? Also das wird dann schon noch gleichmäßig. Ist gerade so ein ganz kleines bisschen holprig, finde ich. Gut, aber es gibt Schlimmeres. Ich muss zum Engri runter. Ich muss zum Engri runter. Wir bauen aber mal ganz kurz hier oben die Dinger hin, damit ich das auch wirklich sehen kann. Pack mal die Geschichte weg. Die Geschichte hin. Das Geländer soll hier sein. Es soll später hier sein, auf jeden Fall. Mit dem Geländer geht's. Ich will nur gucken, wie es aussieht, ne? Bevor ich mich jetzt hier festlege. Alter. Entspann dich, Wouch. Alles gut. Für den Montag gar nicht schlecht. Abgerissen statt abgebaut. Ne, hier sind die Dreieckselemente. Die müssen jetzt da vorgelegt werden. Ich muss mal gucken, ob ich die im Engry drin habe. Ja, aber das sieht schon gut aus. Wir müssen nur das Treppenhaus umsetzen. Das passt da nicht mehr hin. Ah, da habe ich sogar Dreieckselemente. Sehr schön. Also die Dreieckselemente brauche ich jetzt gleich. Nehmen wir mal die hier drauf. Und was hat mir denn jetzt oben noch gefehlt? Nichts mehr eigentlich. Ich habe jetzt alles, oder? Kannst du jetzt mittlerweile fliegen? Achso, ja klar, mit Sattel schon, aber ohne nicht. Also nochmal hoch. Ja, jetzt machen wir noch 2, 3 Minuten, Leute. Dann machen wir unsere Tour, wie ich es versprochen habe. Ich habe echt Bock, so ein bisschen die Umgebung hier anzuschauen. Das Treppenhaus werde ich weiter raussetzen, dann passt es schon. Hier, ganz wichtig ist jetzt, dass die Dinger da hinkommen. Genau. Ja, das geht. Siehst du, manchmal hat man auch eine gute Phase, wo es arg dann dich einfach bauen lässt, wie du willst. Hier muss noch eins hin. Perfekt. Und jetzt kriege ich das mit dem Dach nämlich auch gelöst. Ich mache es allerdings so. Ja, perfekt. Perfekt, Alterle. Das hier musste normalerweise hier ransnappen. Jawohl. Und ich glaube, jetzt muss ich hier drüben eins rüberziehen und hier eins rüberziehen, ne? Ah, ne, den hätte ich gar nicht gebraucht. Siehst du, den hätte ich mal sparen können. Wahnsinn. Ich kann euch gar nicht sagen, was das schon für eine Futzelarbeit war, überhaupt mal rauszufinden, dass ich das so in etwa haben will. Das passt, das passt. Jetzt ist die Frage, warum das hier nicht mehr passt. Mach mal den noch weg, bitte. Irgendwas ist jetzt hier wieder anders wie drüben. Jetzt habe ich aber dasselbe Eck, ne? Mach mal den hier dran. Eigentlich, ja. Hier und den anderen dann da drüben dran. Und dann habe ich wieder dieses Snap-Act, richtig? Snap-Act. Ja, jetzt habe ich hier wieder dieses komische Ding hier. Passt aber. Passt aber, damit kann ich echt leben, weil das wirkt ja nachher gleichmäßig, weißt du? Ah. Ey, vielleicht sollte ich mir irgendwas überlegen, Leute, was ich mache an Tagen, wo mir dann wirklich alles schief geht hier. Switch braucht man nicht, wir nehmen es einfach wieder auf. Und jetzt machen wir hier weiter mit Dächern, würde ich sagen, solange wir noch welche haben. Für was habe ich es denn sonst vorbereitet, ne? Das sind sie nicht, du musst die von der 3 nehmen. Ja, wie. Genau in dem Moment, wo ich mit der Maus drauf war. Jetzt habe ich echt hier Schluss, gerade nochmal neu anzufangen. Alter Schwede. Aber jetzt sind wir so weit, Leute. Jetzt lasse ich's. Ja, passt. Wieso macht er das nicht immer? Wahnsinn. Ja, man kriegt natürlich Routine, wenn man da eine Weile rumprobiert hat. So. Ja, aber das wird schon. Das wird schon. Weißt du, wir bauen es ja nur einmal auf. Das wird auf jeden Fall in der Mainbase nicht gemacht so. Obwohl, Mainbase freue ich mich sowieso. Eisen und Glas, Leute, ne? Da werden wir auf jeden Fall mit Eisen und Glas arbeiten. Freue ich mich jetzt schon tierisch drauf. Vor allem auf die Glaselemente. Boah, kann ich euch nicht sagen. Die haben mir bei Aberration schon so gut gefallen. Und mir ist jetzt auch mal aufgefallen, wie schön es hier unter Wasser ist, ne? Ich bin ja hier ein bisschen rumgetaucht. Hier in dem kleinen See nur. Und das sieht man alles viel schöner wie auf Aberration unter Wasser, muss ich sagen. Also zumindest habe ich das Gefühl. Ich will es nicht schlecht reden, aber es gefällt mir halt wirklich besser. So, pass auf. Dann kriegen wir das jetzt noch irgendwie zu und dann lassen wir es gut sein, bevor ich mir jetzt hier die Lust irgendwie versau am Bauen. Mach ich lieber morgen weiter, ne? Da war es doch gerade, Alterle. Stopp, drücken und gut. So, bis hierher und nicht weiter, Leute. Jetzt machen wir noch kurz die Railings hier oben dran. Natürlich in einem Gemütlichkeitsfaktor hoch 10. Ich will es ja nur sehen, schon mal den einen Stock. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Freue mich schon drauf, seit ich mir überlegt habe, wie das wohl aussehen könnte. Da wollte ich euch aber schon dabei haben, ne? So, einmal eingezäunt. Hier muss man natürlich dann einen kleinen Steg noch vormachen. Das Treppenhaus wird ungefähr bis zu dem Stein gesetzt. Dann kann man hier ganz hoch und in jeder Etage einmal raus. Hier sind dann später die Bierfässer. Oben drüber natürlich dasselbe Konstrukt wie hier. Und dann geht es natürlich in diese Richtung noch ein bisschen weiter.
Ich habe ganz viele Elemente dabei gehabt, aber jetzt habe ich gerade so oft mich verbaut, Leute. Mir ist gerade so ein bisschen die Lust flöten gegangen. Machen wir lieber einen längeren Ausflug, ne? So. Ja, das hat was. Och Gott, das finde ich schön. Ich muss es von hier angucken. Ja, das hat was. Aber das Dach muss zu sein ringsrum. Und das Treppenhaus muss weiter raus mit einem Steg rüber. Oh, das gefällt mir. Kannst du das vorstellen? Oben drüber dasselbe nochmal. Eins oben drüber dann nochmal. Das sieht aus wie so ein chinesisches Häusle, ne? Rechts drüben dann. Müssen wir mal gucken. Da wird es auf jeden Fall eine Terrasse geben oben drauf. Das bleibt einstöckig. Unten die Nutztiere rein. Links die Hirsche. Dann werden wir da unten noch ein paar Rampen reinzwirbeln. Oben das Gewächshaus. Gefällt mir. Das ist dann unsere Brauhausgeschichte. So, jetzt pass auf. Ich bring mal die zwei Birds wieder weg. Komm mit, Diggerle. Ist gut. Schöner Vogel. So, und dann laufen wir dann später über die Brücke. Da müssten wir auch noch einen Weg nach unten machen. Hier muss ich noch ein bisschen Fundament setzen. Oh, das gefällt mir jetzt. Hat sich gelohnt. Ist zwar nicht so schön, wenn man sich 10.000 Mal verbaut und dann einem bald die Nerven durchsausen, aber ist gut, gibt Schlimmeres. So, mein Freund, lande. Den Paracea-Sattel, den will ich jetzt holen. Wir laufen jetzt kurz rüber. Habe ich den hier drin? Para. Hier ist er, ja? Für 59 Rüstung. Oh, schön. So, ihr zwei bleibt hier. Wo ist denn der andere Vogel hin? Der ist da hinten. Passt alles. Laufen wir kurz rüber, holen den und dann machen wir unseren kleinen Mini-Ausflug für den Montag. Ja, ich hätte jetzt drüben noch, ich habe eigentlich noch ein paar Elemente gehabt für Weiterbauen drüben, aber ihr habt es ja selber gesehen jetzt, ne? Und da habe ich mich jetzt einfach mal entschieden, auch das drin zu lassen. Die Tage hat jeder. Ich will es aber nochmal anschauen. Machen wir heute eine gemütliche, knackige Runde einfach, weißt du? Ich muss ja nicht unbedingt was reinpressen. Wochenende hatten wir ja schon eine ziemlich lange Folge wieder mit drin. Ich habe auch extra kein Stroh drüben verwendet, weil ich finde, die Strohelemente, sie verlieren sich da drüben wegen dem Licht ein ganz kleines bisschen. Was? Brumm. Ja, man sieht es jetzt von hier halt nicht, ne? Stopp, 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 stopp. Du musst dein Fernglas wieder rausholen. Auf die 5. So, meine Lieben. Ja, wenn da nachher die Fässer drüben drin sind. Ja, das wird schon. Ja, also jetzt wollen wir auf jeden Fall das seitlich noch weitermachen. Ich werde auch offscreen ab und zu ein paar Elemente hinsetzen, dass wir hier ein bisschen weiterkommen an der Location. Da gibt es noch so viel zu tun. Die komplette Mauer da hinten muss noch gesetzt werden. Ich will halt jetzt auch mal ein Rex-Baby, ne? Das heißt, wir müssen gucken, dass wir einen Fabrikator setzen, Klimaanlagen bauen. Also brauchen wir die Werkstatt. Die muss als nächstes fundamentmäßig da hinten aufgebaut werden, ne? So, sind wir hier schon sicherer jetzt? So vom Gefühl her würde ich sagen, ja. Auf den freue ich mich jetzt hier, auf den Kollege. 209 ist er geworden, ne? Also Wunderbärle. Das will ich auch noch gerade machen. Gerade jetzt, wo ich sehe, wie schön die Wall hier wird. Wie schön das alles wird mit dem Ding, sollte das da vorne am 10-Bereich auch gerade sein. Die Tipps habe ich gelesen. Werde ich natürlich dann entsprechend so machen und vor allem werde ich es ein bisschen höher ziehen. Ne? So, mein Freund, ich habe den Sattel, sogar einen guten, den haben wir gefunden. Boah, ist das schön. Boah, da sitze ich oben drauf auf dem College. Guck mal. Das gefällt mir. Geh mal auf K, ich will das mal richtig sehen, geschwind. Wow, wie der hier zwischen dem Tor steht. Guck mal. Schön. Schön. Ist natürlich noch kein Bronto. Bronto kommt aber auch noch, Leute. Bisschen Speed haben die. Die laufen auch so lustig, finde ich. Lalali. Lalala. Wir sind im Wald. Ey, übrigens, als ich da drüben rumgebastelt habe am Brauhaus, hat es geregnet. Es ist ein absolut geiles Feeling, wenn da später das Dächle drauf ist und wir mal drüben sind, wenn es regnet. Müssen wir uns unbedingt angucken. Wird saugut. Der kann doch als Tank so ein ganz kleines bisschen herhalten, oder? Guckst du mal runter. Jetzt frisst er gerade. Ja, saugut, oder? Manche Tiere sind richtig schön geworden, finde ich. Hoppla, Entschuldigung. Ja, und gleich wieder beleidigt wegschauen. Ich muss das nochmal angucken. Jetzt lass uns nochmal hochgehen. Jetzt wird es mit dem Ausflug natürlich wieder nichts. Nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Sollen wir nochmal Elemente bauen drüben? Machen wir den Ausflug morgen dann? Ich bin gerade am Überlegen, Leute. Wir können. Ja, weißt du was? Wir fliegen noch gemeinsam rüber. Wir machen heute echt eine kürzere Runde, Leute. Wir fliegen gemeinsam rüber mit der Tante. Das sind nämlich noch Elemente drin, die ich gleich verbauen muss. Diese da, diese 80 Stück. Dann könnt ihr da schon mal mit mir rüberfliegen. Dann machen wir noch 2 Minuten zusammen. Und morgen geht es dann hier weiter. Und dann starten wir morgen die Runde mit einem Ausflug. Habe ich mir gerade so überlegt. Dann können wir ein bisschen länger unterwegs sein hier im Gebiet, ne? So, du bleibst hier, Angry Bird. Dein Dienst für heute ist getan. Habe ich ja, da hinten habe ich auch zugemacht. Überall, ne? Natürlich am Fluss weiß ich noch nicht genau, ob wir das so lassen, ob ich es da nochmal umbaue oder ob ich es da einfach auch so mache wie drüben mit dem Zaunfundament einen Abstrich. Ein bisschen höher ziehen will ich es auf jeden Fall noch. Zumindest hier, ab da, wo ich jetzt fliege, wird es noch ein ganz kleines bisschen höher. Damit es hier nicht so ein ganz großes Gefälle ist. Jetzt pass mal auf, das werde ich am besten so machen.
Ich setze die mal hier hin. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Ich könnte die tragen. Dann kannst du dich eigentlich querstellen. Ich kann abspringen. Perfekt. Ich muss nur mal aufpassen. Beim Abspringen isst sie manchmal. Dann haut sie mich mit den Flügeln, ne? So. Alles klar. Wie will ich es haben? Hoch oder niedrig? Ich würde sagen hoch. Dann kommt der nochmal weg. Das mache ich jetzt noch. Die kompletten Elemente holze ich jetzt noch hier rein. Ich weiß nicht, das wird nicht ganz reichen, weil wir ja zwei Seiten beliefern müssen damit. Wird es nicht ganz reichen, das komplett zuzumachen. Aber Leute, wir sind schneller viel weiter gekommen, als ich dachte. Mein ursprünglicher Plan natürlich, dass wir in dieser Woche schon drüben weitermachen, der war arg positiv gedacht, gebe ich zu. Aber mir war es schon fast klar, dass ich es nochmal verschieben muss. Ne, ich wollte ja eigentlich das andere Mauerstück drüben schon machen. So, meine Lieben, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz gucken mit Q. Perfekt. Dann mache ich das jetzt zu, können wir uns dann morgen zusammen anschauen. Brauchen wir jetzt nicht noch mehr solche Aktionen heute drin haben. Und morgen starten wir mit dem Ausflug. Gucken wir uns kurz an, was ich noch getan habe zwischen den Folgen bezüglich der Mauer. Ah, Mist, siehst du, ich lasse es heute, Leute. Also, entspannten Montagnachmittag noch. Ich finde, dass wir auch heute wieder trotz den ein oder anderen Schwierigkeiten ziemlich weit gekommen sind. Wir haben wieder sehr, sehr viel an der Wall gemacht. Parasea ist jetzt daheim. Brauhaus drüben nimmt Form an. Können wir diese Woche auf jeden Fall Wasser legen drüben. Jetzt probiere ich es nochmal. Ja, komm, jetzt geht wieder eins. Siehst du, man muss nur ab und zu einfach mal aufhören. Der muss wieder weg. Aufheben. Was halt auch schön ist, wenn du von hier so runter guckst, ne? Den Bach oder beziehungsweise Flusslauf entlang. Ja, ist ein Bach ist es keiner. Es ist schon fast ein Fluss eher, ne? So. Genau. Wasser legen fürs Brauhaus. Dann können wir vielleicht tatsächlich auch schon die Fässer zusammenfarmen. Da fehlt uns noch ein bisschen Material für so viele Fässer. Müssen wir mal gucken. Muss ich auf jeden Fall immer schön auch Metall nachlegen. Na? Ja, komm, heute läuft es nicht so richtig mit dem Bauen. Wir fliegen heim, Alterle. Ich setze dich ab, ich mache später weiter. Ich muss jetzt erstmal ein Päusle machen. Ja, das wird aber. Jetzt fliegen wir es noch einmal ab. Komm, Leute, noch eine Runde zusammen die Mauer abfliegen. Oben ist sie zu, die meisten Zaunelemente sitzen bereits. Das gefällt mir persönlich sehr gut, dass es hier stufig runtergeht. Aber ohne Rampen, sondern hier. Guck mal, da ist es auch versetzt. Das muss ich tatsächlich jetzt auch noch richten. Boah, wie mir das kleine Auge sticht. Das ist ja ganz übel. Ihr wisst, was ich meine, ne? Der Zaun hinten. Aber das haben wir ja gesagt. Hier muss dann auch noch zugemacht werden. Und so sieht das ganze Ding dann aus. Dann kommen noch die Säulen hin, links und rechts. Und dann ist das Thema gut. Es wird, Leute, es wird. Es nimmt wirklich Form an. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Für das, dass wir hauptsächlich klassische Elemente benutzen hier, kommt schon gut. Ausleuchten müssen wir es natürlich noch. Ich habe auch überlegt, dass wir mal ein paar Metallgitter machen. Vielleicht mache ich hier unten so kleine Metallfenster rein, so auf die Hälfte, ne? Also oben halb Zaun, so wie wir es hier auch haben mit Mauer. Und unten drunter so ein, zwei Gitterelemente. Könnte gut aussehen. Müssen wir uns mal anschauen. So, und da drüben zum Abschluss nochmal ein Ründchen. Ja, ey, heute läuft es echt nicht mit dem Bauen. Ist der Wahnsinn. Auch schon in der Offscreen-Vorbereitung war es nicht ganz so prickelnd. Das wird schön. Es ist halt, es hat halt einen chinesischen Touch später. Da werden wir aber die Katzen irgendwie hier noch haben. Das passt dann schon, finde ich. Auch die Agis, ne? Adler, Katzen. Ich finde, das passt. Müssen wir mal mit der Tierauswahl drauf achten. Vielleicht können wir da auch irgendwie aus dem Kung-Fu-Bereich, ne? Was gab es denn da immer? Tiger, Schlange, wir könnten Boas hier noch dazu machen, Drachen. Die Wüffern könnten hier zu Hause sein. Dann haben wir halt so einen ganz kleinen Touch. Kung-Fu-Dorf. Warum nicht? Ein chinesisches Dorf hätte es auch sein können. War ja jetzt nicht unbedingt festgelegt, dass es ein gallisches Dorf wird, ne? Das sieht, glaube ich, gut aus. In dem Stil werde ich dann die anderen Gebäude auch machen, Leute. Ja, ja, das gefällt mir. Und wahrscheinlich werde ich diese Brücke hier auch nochmal erweitern, sodass wir eine Laufspur haben von drei, dass die meisten Tiere hier rüber können. Dann werden wir da ebenfalls so ein Dach drüber zwirbeln. Und die Säulen. Ja, ich habe schon wieder, aber es ist halt jedes Mal ein Haufen Elemente. Leute, morgen kleinen Ausflug, bevor wir dann irgendwas machen, bautechnisch. Schauen wir uns hier um, dann machen wir einen Ausflug und dann werden wir noch ein paar Sachen anbringen. Die Wall werde ich morgen wahrscheinlich fertig gezogen haben, von hier bis da hinten. Und dann können wir uns schon an den Wallteil da hinten machen. Beziehungsweise ich würde dann fast sagen, wir stellen die Rexe an die offenen Seiten, lassen die da patrouillieren und kümmern uns um die Werkstätten, dass es so weitergeht, ne? Also, kommt gut in die Woche, Leute. Ich hoffe, euer Montag war nicht ganz so stressig. Wir sehen uns morgen wieder zur selben Uhrzeit. Schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank.